kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Dunkle Geheimnisse. Ich habe übrigens noch versucht, den Reis zu essen, aber irgendwie hat er ab jetzt keinen Boni mehr gebracht. Vielleicht ist plus 2 dann das Max, was man da rausholen kann. Aber ganz ehrlich, ich glaube, mit 211 Stärke haben wir auch jetzt erstmal genug. So, Xardas. Ich habe Neuigkeiten. Sei gegrüßt. Was geht? Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du... Bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Bricht er sich erstmal wieder den Arm? Interessant. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die Untoten im Tempel haben gewaltige Beulen in meinen Panzer gehauen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Interessant ist ja auch, dass er eigentlich genau weiß. Was stand da für 40 Lernpunkte? Sah das? Sei gegrüßt. Ich kann jetzt einfach Kreis 6 lernen? Ich muss sagen, das ist ganz schön verlockend. Ich glaube, das mache ich, oder? Sei gegrüßt. Kannst du mich unterrichten? Noch nicht. Du hast das Talent, aber es fehlt dir an Erfahrung. Lerne erst bei Saturas, dann werde ich dich unterweisen. Ah, okay. Ich dachte schon, ich könnte jetzt einfach Kreis 6 lernen. Das wär's ja. Naja. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, Xardas weiß ja, dass die Erzrüstung im Turm liegt. Und dass die dem Feldherrn gehörte, der mal Uriziel geschwungen hat. Ich meine, wieso hat das dann nicht direkt erwähnt?
Oder hat er selber vergessen, dass er die Rüstung da hat und dann sagt er, ah, wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung, ihm ist es selber wieder eingefallen. Ich finde halt, das ist nur so... Ha, gut, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet. Du hast auf mich gewartet? Wie das? Ich sehe, dass du mit der Ratte Xardas gesprochen hast. Woher weißt du das? Unwichtig, woher. Ich habe eine Aufgabe für dich. Wenn du sie ausführst, werde ich dich reich belohnen. Aber falls du mich enttäuscht, wirst du bestraft werden. Bist du einverstanden? Ich sag mal so, ne? Das ist ein Schwarzmagier. Wir haben uns Innos verschworen. Wir führen Innos heiliges Schwert. Deswegen sage ich jetzt mal nein. Nein. Was? Überflüssig, meine Zeit an dich verschwendet zu haben. Niemand soll wissen, dass du mit mir gesprochen hast. Stirb! Okay. Krass. Er ist immer noch unbesiegbar. Okay, dann mache ich das mal. Naja, was ich eigentlich noch eben sagen wollte, bevor The Bruce kam, dass der Zufall einfach schon sehr groß ist, dass Xardas genau die Rüstung zu dem Schwert hat. Weil er erzählt ja nie, woher er die Rüstung hat. Ja. Okay, interessant, dass jetzt dieser The Bruce hier steht. Der war ja im Tempel unten drin, ne? Mal gespannt, was er mir jetzt für eine Aufgabe gibt. Aber irgendwie glaube ich, dass das Uriziel ist, weil dieser eine Magier bei den Erbauern hat mir ja gesagt, dass er dir alles Mögliche versprechen wird, dich belohnen wird und, ne? Und so weiter. Ha, gut, dass du da bist. Du hast auf mich gewartet. Ich sehe, dass du mit der Ratte Xardas gesprochen hast. Woher weißt du das? Unwichtig, woher. Wenn du sie ausführst, werde ich dich reich belohnen. Bist du einverstanden? Ja, ausgezeichnet. Und jetzt hör gut zu. Xardas alter Turm wurde von einem Gesandten Belias in Besitz genommen, welcher den Verräter Xardas bestrafen sollte. Aber stattdessen hat er sich dort eingenistet und in letzter Zeit wurde er auch immer dreister. Er fing sogar damit an, viele Diener herbeizurufen, welche sich rasch auf dem Gebiet der gesamten Kolonie verbreiteten. Ich möchte, dass du dorthin gehst und diesen unwürdigen Verräter tötest. Wahrscheinlich hat dich auch dieser feige Xardas dorthin geschickt. Du bist nicht der Erste, welcher sich dort auf seine Weisung hinbegibt. Zuvor hatte er dort seine Diener hingesandt, aber alle kamen um. Ich bin nicht der Erste und alle starben? Dann sollte ich vielleicht... Halt den Mund. Du hast dich dorthin zu begeben und das Reptil zu töten. Hast du verstanden? Ja. Dann ist ja gut. Du könntest dabei umkommen, aber ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Wenn es dir gelingen sollte, wird die Belohnung, welche du erhältst, deine kühnsten Erwartungen übertreffen. Und jetzt geh mir aus den Augen. Naja, wir haben ja Innos Waffe, die könnte Schaden beim Drachen machen. Da ist ja so ein untoter Drache drin, wir waren ja schon da. Und wir haben auch die Heilige Flamme, ne? Die Heilige Flamme hat mich ja schon mal in einem Drachenkampf begleitet. Was ist denn hier? Was reißt du denn so dein Maul auf, Reißer? Ich meine, wenn er mir eh die Aufgabe gibt, hier hinzugehen, wo wir sowieso hin müssen, warum nicht? Dass der Drache mich wieder angreift, ne?
Der Drache greift mich schon direkt an. Und wenn der mich trifft, dann bin ich direkt tot. Das ist das Problem. Okay. Ich muss erstmal alle hier loswerden, denke ich. Die Skelette laufen weg. Vielleicht muss ich mir auch erst die Erzrüstung holen und dann bin ich Stenter gegen den Scheiß. Wieder ein alter Richter. Obwohl, ein alter Richter war das gar nicht. Was wir in der letzten Folge gefunden haben. Wieder die unmögliche Aufgabe, die Sachen anzuvisieren. Regen. Puh, was mache ich denn jetzt mit dem Drachen? Ich denke, ich laufe erstmal vorbei. Ich kriege jetzt echt weniger Schaden. Siehst du das bitte? Haben wir denn hier? Rollerplatten ist ein königlicher Helm. Antikes Schwert. Was ist denn der königliche Helm? Hey, das sieht ja mal richtig dumm aus. Den werden wir doch mal tragen. Ich glaube, ich habe den aber jetzt keinen Schaden gemacht mit dieser Waffe, ne? Muss doch mal da hingehen gucken. Ansonsten heilige Flamme und ab geht's. Erstmal will ich aber diesen noch töten, ja? Hat er nicht eben irgendwie so ein Dauerfeuer gemacht und jetzt macht das nicht mehr? Hauptsache er hat normale Geräusche. Drachenschuppe. Naja. Okay, ich konnte den doch töten. Warte mal, habe ich eigentlich einen Teleporter bekommen? Zum alten Lager? Ja, habe ich. Die Frage ist nur... Will ich da jetzt direkt hin? Oder will ich erstmal wieder zu The Bruce? Die Frage ist auch, ist The Bruce da? Oder steht er jetzt hier vorne irgendwo? Ich muss das einmal mal checken. Andererseits könnte ich auch mal kurz zu Xardas gehen. Habe ich immer noch Schaden über Zeit?
Ah, wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Oriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Oriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Was, als Magier werde ich mich schwer tun, Uriziel wirksam zu führen? Ich bin doch gar kein Magier, hä? Oder ist der Kommandant des Minenlagers als Magier irgendwie definiert? Ich muss sagen, diesen Helm finde ich aber schon absolut hässlich irgendwie zu dieser Rüstung. Passt nicht so ganz, ne? Glaube, ich werde den ausziehen. So, die Frage, steht The Bruce hier noch rum? Tatsache. Wo stehst du eigentlich hier? Du bist in einem Stück zurückgekehrt und darüber hinaus hast du diese abscheuliche Echse vernichtet. Ausgezeichnete Arbeit. Nimm das zur Belohnung. Hier, die Robe und dieses Schwert. Diese Artefakte gehörten einst Xardas, als er noch Belia diente. Jetzt benötige ich sie nicht mehr und ihr könnten sie von Nutzen sein. Danke. Ja, ja. Und jetzt verschwinde von hier oder ich töte dich. Wer ist denn der Bruce? Wer bist du? Du ahnst es immer noch nicht. Ich bin jene, welcher eigentlich Xardas sein sollte. Der treue Diener Belias. Doch die Bestrebungen dieses Verräters wurden mit jedem Tag größer und zum Schluss wollte er den Gott selbst stürzen. Und das konnte Belia nicht zulassen. So entsandte er diesen untoten Drachen, um ihn zu töten. Aber schon bald nachdem der Drache in diese Welt gelangt war, erkannte er, dass er selbst über sie herrschen könnte. Er begann sogar damit, eine eigene Dienerschaft herbeizurufen. Der Zorn Belias war groß. So entsandte er seinen treuen Diener, anders gesagt mich, um hier Ordnung zu schaffen. Leider konnte ich weder Xardas noch den Drachen töten. Der Weg zum Estern wurde sehr stark bewacht, nicht mal, ich konnte ihn durchqueren, und der Drache erwies sich mächtiger, als Belia selbst angenommen hatte. Nur knapp kam ich mit dem Leben davon. Und dann bist du aufgetaucht. Als ich erfuhr, dass du mit Xardas gesprochen hattest, erkannte ich, dass du stark genug bist, gleichermaßen den Drachen zu bezwingen. Um diesen Verräter Xardas mache ich mir keine Sorgen. Belia selbst wird sich zu gegebener Zeit seiner annehmen. Wisse, Mensch, dass du mit deiner außerordentlichen Tat meinen Herrn über die Maßen erfreut und ihm unschätzbar Dienste geleistet hast. Schon in Kürze wird sich die Heerschar seiner Diener über die Welt ergießen und alles dank dir. Leb wohl, Sterblicher. Wir werden uns nicht mehr begegnen. Erinnere dich dein ganzes Leben daran, was dir heute widerfahren ist. Also haben wir quasi mit Belia selbst geredet, also mit so einem Entsandten von ihm, vielleicht so einem Mini-Avatar Belias oder vielleicht auch nur ein Bote Belias, weil der war... Hat ja gar nichts gemacht. Das würde erklären, warum er unsterblich war, aber selber nichts reißen konnte. Wenn er nur so ein Bote war. Ja, trotzdem ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ja. Ich würde gerne einmal Sachen machen. Und zwar würde ich gerne einmal beim Orklager gucken, ob hier noch was ist. Danach könnten wir ja nochmal zum Alchemisten gehen. Diese Quest vielleicht abschließen. Und uns dann ins alte Lager teleportieren. Und ich könnte nochmal diese Truhe abchecken. Haben wir eigentlich einen Schlüssel hierfür jetzt?
Falsche Truhe. Diese Truhen sind einfach so toll, ne? Ich bin so blöd, jetzt habe ich schon wieder die falsche Kombination gemacht. Wow. Toll. Wahnsinn. Ach, ganz ehrlich, ich glaube, diese Truhe will ich gar nicht mehr knacken, oder? Will ich die Truhe knacken? Ich denke nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf die Truhe. Die meiste Zeit brauche ich den Kram eh nicht und... Naja. Ich glaube, ich sprinte einmal zur Sägemühle. Und schaue, was der Alchemist in dieser Truhe hat. Da wird auch nichts Gutes drin sein, weil diese Quest hätte man wahrscheinlich schon tausend Jahre vorher machen sollen. Alter, königliche Garderüstung? Okay, krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Das heißt, wenn man ihm früh seine Kräuter bringt, ne? Dann kriegt man die königliche Garderüstung. Heißt das, der Alchemist war bei der königlichen Garde? Oder hatte er einen Freund, der bei der königlichen Garde war? Naja, ich würde mal sagen, ich gehe zum Alchemisten. Ich bin sehr gespannt aufs alte Lager, weil da in der Burg soll ja noch ein Ritter sein, ne? Das hat doch irgendjemand erzählt. War das nicht Katta, der das erzählt hat? Wieder nicht mit dem Sprechen. Da ist mir Gothic 2 wirklich tausendmal lieber. Da funktioniert das Ansprechen wenigstens. Mein Onkel ist zurück. Er hat gesagt, dass du ihn aus der Gefangenschaft der Orks befreit hast. Ja, die Orks hatten ihn wohl beim Pflanzensammeln erwischt. Danke, dass du ihn rausgeholt hast. Ich kann dir leider nicht viel geben, ich... Lass gut sein. Ich habe schon von deinem Onkel eine Belohnung erhalten. Ich habe die Kräuter, die du wolltest. Großartig. Ich brauche sie für Iberion. Seine Frauen sind... etwas empfindlich. So, jetzt kann ich Tränke für dich brauen. Aber denk daran, dass du mir die Zutaten bringen musst. Hier, nimm diese Zutatenlisten. Ich mache mich jetzt wieder an meine Arbeit. Die Salbe soll bis morgen fertig werden. Naja. Die Bären ist schon lange tot übrigens. Du siehst besorgt aus. Was ist passiert? Du bist ja immer noch hier. Es ist alles in Ordnung, aber... Spuck schon aus. Was ist dein Problem? Nun, vielleicht. Oder doch nicht. Weißt du, was Andragon ist? Ein Wein? Du bringst aber auch alles mit Alkohol in Verbindung. Aber du bist schon da dran. Andragon ist ein Aufguss.
mit dem seelische und geistige Krankheiten behandelt werden können. Einer der Balz ist emotional sehr labil und Iberion bat mich, dem armen Kerl zu helfen. Unglücklicherweise kann ich zwei Zutaten nicht finden. Was sind das für Zutaten? Ein paar gewöhnliche Samen, aber meine Augen sind auch nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Und was für Samen? Blutbuchensamen und Turmeichensamen. Sie sind schwer zu finden. Ich könnte sie für dich suchen. Das würdest du wirklich tun. Wunderbar. Was bekomme ich dafür? Ich könnte dir einen Trank geben, der eine deiner Fähigkeiten dauerhaft steigert. Du kannst dir einen aussuchen. In Ordnung. Ich bringe dir die Samen. Ich habe die Samen für dich. Sehr gut. Du bist wirklich eine große Hilfe. Hier, hast du die Samen. Danke. Und nun kannst du deine Belohnung auswählen. Ich nehme eine Essenz der Stärke. Eine gute Wahl für einen Kämpfer. Dieser Trank erhöht die Stärke. Ich will Kräuter verkaufen. Ich brauche hauptsächlich Kräuter, welche die Lebenskraft oder die magische Energie regenerieren. Dafür gibt es eine große Nachfrage in der Kolonie. Die anderen Pflanzen sind unwichtig. Bis bald, Junge. Tag des Totenbeschwörers, die haben wir auch. Auch nicht schlecht, ne? Hat auch mehr Schutz vor Pfeilen. Holy shit. Was? Alter, dies. Kann ich dabei gleich noch einen Helm tragen eigentlich? Das wäre witzig. Jetzt habe ich so Ohren, die da rausgucken. Ich glaube, so laufe ich rum. Das ist ja der Wahnsinn. Ich wollte die Rezepte mir angucken hier. Rezept für Tränke. Ich könnte mir das doch alles machen, ne? Kannst du mir einen Trank brauen? Wenn du die nötigen Zutaten hast. Braue mir einen Extrakt der Stärke. Ich bin ziemlich müde. Komm später wieder. Lass mich mal vorbei. Ja, okay. Ich meine, jetzt könnte man die Werte sich hier noch wirklich nochmal hochpushen lassen. Kannst du mir einen Trank brauen? Wenn du die nötigen Zutaten hast. Braue mir einen Extrakt der Stärke. Aber es dauert einfach schon lange, ne? Ich bin ziemlich müde. Lass mich mal vorbei. Von daher glaube ich, mache ich das jetzt mal nicht. Ich denke, wir sind stark genug, ne? Okay, dann gehen wir jetzt mal zum alten Lager. Wie sehe, muss ich nicht erst die ganze Kolonie auf den Kopf stellen, um dich zu finden. Hat Gomez eine Belohnung für mich? Im Gegenteil. Zu deinem Pech will Gomez dich totziehen und deshalb gehen wir jetzt direkt zum geschäftlichen Teil über. Und wenn ich dir mehr zahle als Gomez, wirst du mich dann nicht umbringen? Tut mir leid, aber ich habe nun mal meine Prinzipien. Wenn ich einen Auftrag annehme, dann führe ich ihn auch aus. Ich setze meinen Ruf nicht aufs Spiel. Verstehe. Was für ein Jammer, dass eine Legende wie du in solch einem Ort sterben wird. Lass Schade, dass die Waffe nicht direkt tötet. Hey, da sind ja Skelette. Warum waren da Skelette? Im Dämonenbogen.
Letzter Schlag. Waffenschaden. Ist auch nicht schlecht, die Waffe, ne? Letzter Schlag. Ich hätte echt eine von diesen magischen Waffen mitnehmen sollen. Muss ich die alle abspießen hier? Abspießen vor allen Dingen. Aufspießen. Das ist doch brutal. Hauptsache, er nimmt erstmal das Schwert. Habt ihr noch was dabei hier? Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone brauchen wir dich nicht mehr. Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt! Raven, lass es. Sorry Jungs, ich muss mich einmal kurz heilen. So viel Zeit muss sein. Immer der Typ, der das Tor zumacht. Ich hätte echt eine Waffe mitnehmen sollen, die direkt tötet. Lass uns mal drin. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Kann ich einen Bogen nutzen? Das wird dir noch sehr leid tun. Ich muss sagen, ich mag diese schwarze Kutte irgendwie wohl. Ich glaube, ich ziehe mal meine Einhandwaffe an, dann bin ich ein bisschen schneller hier. So, mal gucken, was hier... Turm des alten Lagers, okay. Der hatte Seiro-Schwert, ich habe mich schon gewundert. Das muss ich immer alles aufsammeln. Öffnet den Keller. Das ist auch gut. Gomez chillt hier noch mit seinen Ladies. Wie bist du denn hier reingekommen? Moment. Bist du nicht diese Pestzecke gewesen, die unsere Leute in der freien Mine kalt gemacht hat?
Deine Leute hatten kein Recht, dort einzufallen. Ich habe diesen Anflug von Größenwahnsinn nur wieder korrigiert. Du hast Mut, so mit mir, Gomez, zu sprechen. Aber es war ziemlich dumm von dir, hier einfach aufzutauchen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass du mir nie wieder in die Suppe spucken wirst. Ja, dann mach das doch. Der ist echt noch stark, Mann. Shit. Versuch das nicht noch einmal. Hauptsache, er lässt dich am Leben. Fehlanzeige. Kein Herz. Ja. Deine Waffe ist bei mir besser aufgehoben. Hauptsache, ich habe kein Erz dabei. Ich habe irgendwie 80.000 Erz. Aber okay. Und sehr interessant, dass er mich jetzt nicht tötet. Das ist aber sehr gnädig von ihm. Sehr gnädig. Nee, Omid, du schon mal gar nicht. Hauptsache, ich kann ihn jetzt nicht anvisieren. Hauptsache, ich kann ihn jetzt nicht anvisieren. Alter. Nein. Ey, dieses Spiel macht mich manchmal so kirre, ne? Du hast ihn umgebracht. Das war ein großer Fehler. Gomez, kannst du jetzt bitte aufstehen? Das hättest du besser nicht getan. Oh Mann, es ist einfach unmöglich, Gomez anzuvisieren. Könnt ihr euch mal bitte verziehen hier? Kinders, geht weg. Nein, nicht da. Geh da weg. Ich muss neu laden. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach Gomez nicht looten. Das ist wieder so. Das ist einfach dieser klassische Gothic-Moment. Komm her. Du Mörder. Warum bin ich jetzt ein Mörder? Sie bringen 100 Millionen Leute um, aber dann bin ich ein Mörder. Die Waffe weg! Der eine war direkt tot. Jetzt, die sind jetzt auch alle direkt tot. Vielleicht, weil ich Gomez umgebracht habe? Hm. Okay, jetzt fallen sie alle tot um. Vielleicht hätte ich zuerst Gomez umbringen müssen. Ich weiß es nicht. Belaya ist auch 24/7 am Baden hier. Du hast ihn umgebracht, Mörder. Nein, dieser stinkende Bösewicht war der Mörder. Es machte mir Spaß, ihn mit meinem Schwert zu durchbohren. Das kann nicht sein. Niemand kann mein Schätzchen besiegen. Tja, Überraschung. Du bist frei. Das kann ich gar nicht glauben. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was hältst du von einem einfachen Danke? Ich sollte mich wohl wirklich bei dir bedanken, wenn du verstehst, was ich meine. Hör auf zu reden und zieh mir die Sachen aus. Ja, komm. Absurder geht's gar nicht. Schön die Augen zu machen, Kinders.
Schleier. Was gibt's, Kleine? Das gleiche wie gestern, mein Hengst. Wer weiß, eines Tages gehen wir zu zweit auf eine kleine Reise. Ja, das hat wahrscheinlich wirklich so ein 14-Jähriger geschrieben. Das gleiche wie gestern, mein Hengst, Junge, ey. Oh Mann. Da fällt einem auch nichts mehr zu ein. So, Stärketrank. Nicht hier in den Keller, weil das hier noch irgendwas anderes in dieser Mod. Auch eine Blutschneider. Assassinenrüstung ist hier drin. Krass. Also theoretisch. Theoretisch. Wo ist denn die Assassinenrüstung? Ach so, das ist die. Theoretisch hätte man also mit Taschendiebstahl vielleicht die Erzbarone beklauen können und sich dann das holen können. Das müsste doch gehen, oder? Schon wieder? Ich hätte dich schon am ersten Tag im See versenken sollen. Damals hatte ich keine Chance. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Du Wurm! Ich hoffe, dass du es mir nicht so einfach machst wie beim ersten Mal. So, war einfach, ne? Das war wohl nichts. Nanu? Du musst mir hier raushelfen. Ich muss gar nichts machen. Hilf mir hier rauszukommen. Du wirst es nicht bereuen. Die Türen sind offen. Und wie soll ich an den Wachen vorbeikommen? Die bemerken mich doch sofort. Stimmt. Was schlägst du vor? Ich bräuchte die Rüstung einer Wache. Dann würde mich niemand mehr erkennen. Wie soll ich denn bitte an diese verdammte Rüstung kommen? Das bleibt dir überlassen. Sieh dich um, vielleicht findest du ja eine. Wenn du mir hier raushilfst, wirst du es nicht bereuen. Was hast denn du angefangen, einen verwesenden Lumpen mir anzubieten? Mehr als du denkst. Geh und vergiss mich nicht. Ich werde sehen, was ich machen kann. Hör mal, ich habe einen Vorschlag für dich. Welchen? Vola hatte mir einige Rüstungsteile der Banditen besorgt, damit ich vorgebe, einer von ihnen zu sein. Aber da du dich nun dieser Banditen entledigt hast, muss ich mir nicht mehr diese Lumpen anlegen. Als Belohnung dafür, dass du mich aus dem Kater des alten Lagers geholt hast, kann ich dir die Rüstung weiterverkaufen. Was sagst du dazu? Klingt gut. Ja. Was hast du anzubieten? Schau selbst. Ich brauche gerade keine Rüstung. Ich habe deine Rüstung. Wirklich? Wie wär's mit einer Garderüstung? Natürlich. Gib sie mir. Die ist ein bisschen eng und abgenutzt, aber das geht schon. Jetzt musst du mir nur noch hier rausbringen. Dich hier rausbringen? Unsere Abmachung war, dir eine Rüstung zu besorgen. Dich kennt hier jeder. Da wird niemand nachfragen, wenn ich bei dir bin. Na gut. Aber ich bekomme meine Belohnung, sobald wir durch das Tor sind.
Keine Angst. Niemand wurde jemals vom guten alten Kroll betrogen. Also ich habe das Gefühl, dass das nicht funktionieren wird. Das sollte man anscheinend viel früher machen. Aber wie ist man denn an den Schlüssel gekommen? Vorher. Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez Schergen. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Es freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Wir sehen uns. Eisenschlüssel. Also ich habe keinen Plan, wie ich jetzt Kroll hier rausbringen soll. Weil normalerweise würden mich zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn rausbringen soll, ja nicht alle angreifen, glaube ich, oder? Okay, es ist ihm aber offensichtlich egal. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Ich meine, vielleicht kann ich wirklich den Weg durch den Keller da nehmen. Das könnte ich probieren. Aber so an sich wieder eigentlich eine coole Quest, ne? Man gibt jemand eine Rüstung, läuft undercover mit dem durchs Lager. Schon cool. Puppe, du musst nicht die Tür zumachen. Komm her. Dexter. Können eigentlich Buddler mit so einem Knüppel diese Waffe blocken? Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Ich höre nicht mehr auf das Gewasel. Komm her, Kroll. Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Hauptsache die Buddler greifen mich an, das ist so dumm, sonst sind die mir weggelaufen. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Der letzte Schatz. Lässt du wohl Kroll in Ruhe? Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Ich hoffe, das zählt auch hier. Soll ich echt mit dir vor das andere Tor laufen, oder was? Scheint schon, ne? Naja, dann guck mal mit. Da müssen wir jetzt woanders lang. Da werden jetzt leider noch mehr Leute sterben.
verlässt dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Ich dachte, das war so lange geht. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch... Kannst du bitte herkommen? Solange ich nichts damit zu tun habe. An der Geschichte musst du... Bleib locker! Hast gewonnen! Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Klarer Sieger, würde ich sagen. Ja, Kirko, du darfst leben, okay. Impfen hier. Wieso macht ihr das, Fingers? Warum? Kümmerliche Vorstellung. Also mir hat es echt besser gefallen, als die Schatten weggelaufen sind und die Buddler. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Nur wegen Kroll. Kroll, kannst du dich jetzt bitte beeilen? Wir haben den ganzen Tag Zeit. Komm. Kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Dieser Typ, ne? Gerade so Feiglinge wie Graham. Weißt du? Die meinen jetzt, die greifen an. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Kannst du bitte jetzt herkommen? Ich verstehe nicht, was mit dem ist, ne? Oder ist das jetzt verbuggt, weil er eigentlich schon ein paar Schritte weiter ist mit dem Verkaufen von der Rüstung? Ich meine, anscheinend hat das ja was mit dieser Entführungsquest zu tun. Aber wo soll ich ihn jetzt denn hinbringen? Muss ich ihn jetzt wirklich zu Quentins Lager bringen? Weil das gehört ja zur Entführungsquest. Warum auch immer. Wenn das jetzt nicht geht, dann teleportiere ich mich einfach weg, weil dann habe ich keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Genauso wie die Alchemist-Quest, die ja auch anscheinend noch nicht vorbei ist. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist mir dann aber auch irgendwie egal, weil was soll ich denn da machen? Da bist du ja! Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast! Hast du was gut bei mir? Mann, ich habe mir überlegt. Da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde.
Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Ja, tausende alte Rüstung. Klar kann ich sie verstärken. Ich schmiede dir einfach einen Rohstall dran an der Seite. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Wir sehen uns. Ja, okay, die ist jetzt schon... Wobei, ne? Also gegen Pfeile und so hat die auf jeden Fall mehr Schutz. Ich ziehe auf jeden Fall jetzt wieder den Helm aus. Schade, ich dachte, vielleicht kann er mir auch mein Schwert umschmieden oder sowas in der Richtung. Wobei, ich hatte Urizir noch gar nicht dabei, ne? Vielleicht hätte er das sogar machen können. Gutes eigentlich Skars-Schwert. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber nicht so gut wie das. Tja. Alles ein bisschen komisch wieder. Der Typi, der hier immer das zumacht, ne? So eine Nervensäge. Ich kann mich auch irgendwie gar nicht daran erinnern, dass das früher gemacht wurde. Ja, schon. Ich meine, das war wahrscheinlich wirklich schon immer so, aber irgendwie ist mir das nie so aufgefallen. Jetzt habe ich auch die ganzen Ork-Waffen dabei, ohne dass ich die abgeben kann bei dem Magier. Ich schmeiß die mal alle hier raus. Aber da ist auch Orizir. Inos Zorn, 150 Schaden. Also letzter Schlag ist halt auch schon ziemlich heftig, wenn man jetzt nur eine Zweihandwaffe will, die keinen Magieschaden macht. Geiler Sprung. Torus macht ja auch übelst viel Schaden. Was kann dein Schwert so? Lässt du das bitte? Ich frag mich, dieser Typi jetzt hier irgendwo ist. Der Kroll. Weil wo soll man den denn hinbringen? Ne? Also wo ist der jetzt? Das ist halt so komisch alles. Der muss ja irgendwo sein. Naja, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.